Teil Teenage Riot, muss man auch sagen, ist für viele der Soundtrack, um sich wieder zu verbünden und um wieder Sachen zu machen. Viele, es geht eigentlich auch darum, wir haben halt diesen Statement, Riot Sounds Produce Riots, und darum geht's eigentlich. Das ist, die Musik ist für uns wie funktionelle Musik. Das ist nicht Popmusik, sondern, also populäre Musik, sondern es ist für uns Musik, die nur die eine Funktion hat, die Leute aufzuputschen, euphorisch zu werden und was zu tun. Ein Hauptunterschied von uns zu The Prodigy zum Beispiel. Ja, Prodigy, das ist für mich einfach nur eine Art Fake. Also die machen jetzt halt einen auf Punk, machen sich irgendwie verschiedene Frisuren und sagen, sie sind irgendwie Punks. Das sind für mich Clowns. Und in der Musik, die hat für mich zum Beispiel keine politische Energie, überhaupt nicht. Prodigy doesn't pretend to be political, but do you feel that a band should be political? Nein, ich sage, alles ist politisch. Gudrun Enslin von der RAF hat gesagt, alles ist Politik, auch wenn ich Sex habe. Und es ist so. Come on! Hardcore geht, ist, dass man halt nicht stillsteht, sondern dass die Musik halt sich andauernd weiterentwickelt. Also zum Beispiel bei Drum and Bass oder bei House oder so ist es eigentlich sehr stagniert in letzter Zeit. Und dadurch, dass wir mehr Bands und nicht nur jetzt Produzenten auf dem Label haben, entwickeln sich die Sachen eigentlich immer weiter. Zum Beispiel bei so einer Band wie E-Cater zum Beispiel, da ist halt interessant, dass Patrick, der die Musik programmiert, eigentlich eher so aus dem Hardcore-Techno und Gabba gekommen ist früher und Gina, die Sängerin, halt eher aus der 60s Trash-Punk-Ecke so. Und dann vermischt sich das und dann wird es interessant. Music which is really popular in Berlin is techno or easy listening or student rock, and we are totally opposite of this. And our concerts are crowded usually, and there are a lot of people that are against this typical boring sleep party shit. Der Tresor war mal ganz am Anfang ein ziemlich wichtiger Club, wo im Underground ganz viel passiert ist. Die ganzen Detroit-DJs, Underground Resistance, Jeff Mills, solche Leute kamen hierher und es war eigentlich erst nur so ein Keller, ziemlich dreckig, nur Stroboskope drin und Pfützen am Boden und es war alles improvisiert. And what is played here nowadays? House. Früher war es sehr harte Musik, also extrem hart. Jetzt ist es nur noch tralala. Nichts Interessantes mehr, also, finde ich. I think Berlin right now is dead. There's nothing. Berlin is boring now. You can't go out anymore. Yeah? No. So what do you do then instead of going out? Doing music.